Chief und Terry. Jetzt kann ich ausrechnen, wann der Chief 70 ist. Wie alt ich bin. Okay. Wir sind heute um die Kleinstformation von der Gruppe Okima. Da haben wir ja sonst bis zu 8 Leute. Ja, und unsere Lieder sind bekannte Titel, teilweise in Dialekt gehalten. Der erste Song, den wir singen, das ist was für Steirer, weil da kommen ein paar so Ausdrücke vor, die nicht jeder kennt. Der Sigi wird den Ausdruck kennen, der Chief wird ihn auch kennen. Ich weiß nicht, ob sonst noch Steirer da sind. Da haben wir einen Klappotetz. Wisst ihr, was das ist? Ja. Ja. So eine hölzerne Vogelscheuche. Gewissermaßen, ne? Wie ein Ratschen. Das soll die Fägel vertreiben von den ganz wichtigen steirischen Weinproben. Gut, der Song stammt im Original von Fats Domino. Let the Frog in. I like the way you walk, like the way you talk. Let me hold your hand, try to understand. Want a girl like you, tell my love is true. Don't be afraid, girl, say. Let the wind blow, let the wind blow. From east to the west, well, I love you the best. Let it blow when you blow, from east to the west, well, I love you the best. He won't be the guest, and he won't be the stress. Won't be the shock, not a post we call. Keeping it deep but know it, not so deep but though I know it. So I'm still not going. The big devil. Don't so worry, be a diva. Only got potential. For us, no best. You're a Lithuanian best. Don't so worry, be a diva. Only got potential. For us, no best. You're a Lithuanian best. For us, no best. Your boss, no face. Believe the unbase. Der nächste Song stammt von einem ganz großen Folkmusiker aus Amerika, Tom Paxton. Mit dem hatte ich das Glück, in Oklahoma spielen zu dürfen. Meine ganz großen Folk-Vorbilder. Last Thing on My Mind ist das Original. Oder Kleine Zweifel, ob und zwar bei uns. Wollt ihr immer schon was kommen, wer von uns spielt, war ich los. Heute mal um. Du musst kein Traumwurst, so war's das Blöde. Ja, ruf mir zu, folgst du ja noch jedes Mal noch gesehen von uns zwei, warum sind's ausgehen hier du? Du kannst dir nicht recht vorstellen, dass Wunder aus los der Kindheit auf uns zu. Wann ich mag's mal, allein ich verliere dich. Ja, der ist kein Mops. So laut und wild. Merk ich trotzdem ganz stark, dass ich zu dir kehr. Zart und müd. Ja, zart und müd. Tauscht die Arme auf jetzt mal noch im Sinn. Von uns zwei, bei uns sind's ausgerechnet, die und du. Ja,
fragst du deine Burschen, dass sie kaum leben, was das denn geheißen, ab und zu. Wenn ich nachdenke, was wird das Leben so bringen? Für die und mich. Hör der Stimme, die in mir ganz leise singen. Ich heul auf dich, ich heul auf dich. Wachst du ja und ist neu, doch sehen von uns zwei, bei uns ganz als gewinnt. Ganz wie Jahre dreht wohl schön, das wir am Leben. Aus Haus den Garten zweifel auf und zu. Aus Haus den Garten zweifel auf und zu. Ja, jetzt kommt ein sehr autobiografischer Song. Weil ich meine, als ich jung war, habe ich mir ja eingebildet, ich wäre natürlich jetzt ein ganz großer Musiker und bin mit 17 von der Schule weg in die große Welt. Das ist dann irgendwie nicht ganz gelungen. Aber ich habe es zumindest ins Radio gebracht, da hat man mich bei Autofahrern unterwegs gesucht. Und zum ersten Zeitungsartikel natürlich, um das zu sagen, aber das war halt der Beginn der großen Karriere. Und es hat dafür natürlich auch gereicht, dass ich halt darüber nachträglich halt einen Song geschrieben habe. Das ist der Obersteiner Blues. Peace.
von Okima. Herzlich willkommen zu Chief und Dairy 130 im Englischen, im Flugenglischen, weil die Asiaten haben mit dem TH so ein bisschen Probleme, da heißt der Dirty. Das passt nicht, gell? 130. Nein, ist nicht gekommen. Lass mal. Ich freue mich, dass jeder von euch so zahlreich erschienen ist. Kommt auch nicht, weiß ich, alter Schmäh. Ich freue mich, dass meine zweite Mama da ist. Und die kriegt jetzt einen riesen Applaus. Sie sitzt ganz hinten, die Uti. Jawohl. Ich freue mich, dass in meinem früheren Leben, in meinem Leben vor dem Altersleben, war ich ja, hier und da Chef und hab, so wie es halt als Chef sich hört, auch eine Chefsekretärin gehabt. Und das halt auch da. Und bei ihrem Geburtstag konnte ich nicht anwesend sein und ihr auch. Und das ist der zweite Tisch, wo Blumen stehen. Servus, Ricky! Beste Sekretärin ever. Und neben ihr sitzt jemand, den ich auch schon sehr, sehr, sehr lang kenne. Und weil wir heute so Birthday-Partys oder ein Birthday-Party haben, freut mich das ganz besonders, dass der Gerhard, der selbstloserweise, ist das die richtige? Ja. Dem Dairy zum Geburtstag eine Flasche geschenkt hat, heute selber Geburtstag hat. Und auf das füllen wir uns immer. Der Applaus geht über zum DJ Ernesto, der mich seit 71 Veranstaltungen schon immer begleitet. Ich warte jetzt schon fast auf eine Einspielung. Auf was willst du haben? Ja, irgendwas. So. Alles Gute und so weiter. Das habe ich nicht. Hast du nicht? Danke, Applaus für DJ Ernesto! Ja, Blitz, happy birthday für den Gerhard! Ja, das ist vertraubter. Keinem Lauf nur. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gerhard. Happy birthday to you. Yeah, happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. To you. Happy birthday, dear Gerhard. Danke, Red. Sonja, ich werde noch jeden Einzelnen, so viel sind sie nicht, persönlich dann begrüßen, aber ich freue mich, dass heute auch das komplette neue Präsidium der ÖDA
der österreichischen Dialektautorinnen und Autoren. Da ist der neue Präsident. Wir werden ihn als ersten Slammer in unserer Poetry Slam Show auf der Bühne sehen. Und die Gymnasiekriterien, ob das wurscht. Und gleichzeitig auch die Gesandte, kann man das sagen, die Abgesandte beim Volksbildungswerk Basis.Kultur.Wien, Arbeitsgruppe Literatur, also ein ganz hoher Posten, die Sigrid und die kriegen jetzt einmal vorab einen riesen Applaus, das Dosen, super! Ja, wir machen eine kleine Slam-Show, da sind nicht Schwestern, schwätzen doch. Und Schwestern. Und ich mir gedacht, als erstes lese ich einen Text, damit es nicht zu euphorisch wird. Ich war heuer am Beginn des Jahres eingeladen in Linz und bei einer Lesung mit dem Thema Krieg. Die Slammer unter euch wissen, wer das veranstaltet hat und die Slammerinnen auch. Vincasia und René Monet, dem ich ja leider aus Tunesien mitgebracht habe, wo Monet umgestanden ist. Und ich habe mir gedacht, das als erster Text passt vielleicht ganz gut, weil das ist ein Text von meinem ersten Traum, an den ich mich erinnern kann. Wirklich, und das ist mein erster Traum gewesen. Er handelt vom Glacis. Das ist heute ein Park in meiner Heimatstadt Leoben. Der ehemalige Stadtgraben oder Wassergraben um die Altstadt herum, heute ist er zugeschüttet und war vor den Stadtmauern von Leoben angebracht. Und mein Traum war, dass ich dort im Glacis gegangen bin mit meiner Mutter. Ein blitzblauer Himmel und ein winzig kleine schwarze Wolken. Und ich hab die Hand von meiner Mutter gerade schon da gelenkt. Am Glacis. Brummelt hat's ein bisschen. Die winzig kleine Wolken, die schwarze. Und auf einmal ist Lametta hochgefallen. Von der winzigen Wolken. Zuerst nur ein paar Strafen. Und dann immer mehrer und mehrer. Und alles war voll von den Lametta-Strafen am Boden vom ganzen Glacis. Zuerst war alles so silbrig glänzend. Dann ist finster geworden. Ganz schwarz. Und die Hand von meiner Mutter ist mir ausgekommen und die ganze silbrige schwarze Lametta, das Klumpert hat mich zudeckt, ganz schwer zudeckt, so schwer, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Ich habe gespürt, dass ich gleich erstick. Und ganz knapp, bevor ich erstickt bin, bin ich munter geworden. Ich war raschelnos. Und meine Mutter war auf einmal wieder da. Und hat gesagt, Günther. Sie hat damals noch nicht schief gesagt. Brauchst keine Angst haben. Der Krieg ist vorbei. Und viel später, nach diesem Albtraum, bin ich draufgekommen, wie ich da realisiert habe und verarbeitet habe, was mit dem Lametta es auf sich gehabt hat. Und mit den brummelten schwarzen Wolkenpunkten. Das waren also die Alliierten, die so hochgeflogen sind, dass wir es nicht gesehen haben. Und das Lametta, das abgeworfen haben,
hat zur Ablenkung der eh nicht funktionierenden Radarkontrolle gedient. Ja, das war mein erster Drang und an den kann ich mich wirklich erinnern. Ich habe sogar einmal die Idee gehabt, dass man über bei der Lesung macht, nur vom ersten Traum, an den man sich erinnern kann. Eine Anregung an die Literaten unter euch, es sind eh fast nur Literaten da. Legt einmal nach, woran ihr euch erinnert. Aber noch ein kurzer Text zum Thema Krieg. Krieg ich die? Nein. Ist wahrscheinlich eh besser. Weil sonst krieg ich einen Krieg daheim. Okay, es ist, mir taugt das immer so, dass, also, da mache ich mir eine Trinkpause und dann kommen schon langsam die Lachen. Beim Augen mache ich, ignorieren das, ist egal. Nein, es ist ja auch kein Slam und ich brauche ja auch keinen Applaus, sondern einen Applaus braucht der Nächste, der Erste, den ich jetzt auf der Bühne begrüßen darf. Und das ist niemand geringerer, als er ist ja fast Hausherr. Muss ich sagen, also er hat Inventar Nummer 1, glaube ich, beim Dialekt-Poetry Slam hier im Tschachel. Unzählige Male Sieger gewesen. Und heute freue ich mich, dass ich den neuen Präsidenten der ÖDA, der österreichischen Dialektautorinnen und Autoren, auf die Bühne bitten darf. Applaus für Andreas Andi Eisoblammer! Ja, schönen guten Abend. Der Chief und ich haben ja auch was gemeinsam. Ich glaube, wir waren beide das erste Mal beim, also bei unser erster Poetry Slam war dasselbe. Das war ein Textstrom im Mai 2000 irgendwas. Fünf? Ja, fünf. Okay, ich weiß selber nicht mehr. Und wir waren, glaube ich, wir haben, glaube ich, beide ruhmreich abgeschnitten. Der Chief war noch besser wie ich, aber Bohnen haben ganz andere Leute. Heiß. Sind wir jetzt beim Dialekt Poetry Slam oder wo sind wir? So werden jedes Mal. Ich bringe euch heute einen Text, den vielleicht eh schon viel kennen, weil es ja einer von meinen Frauentexten ist. Ja. Muss aber fast sein, weil natürlich der da oft vorkommen ist. Also alle kennen ihn, unsere zwei deutschen Gäste kennen ihn nicht, die verstehen ihn nicht, also es ist blöd, aber egal. Schauen wir mal. Haben alle Visagisten eine Visa-Card? Ärgern sie Spechtler über Milchglashäuser? Wenn einer dauernd einen griechischen Schafkass frisst, ist er dann ein Fetaschist? Braucht der Mietesser ein eigenes Gedeck? Wie schnell rennt der Fluchtachterl? Ist ein Winkelmesser immer scharf? Ist die Maßeinheit für angezwickte Laufmeter? Wie leicht verkühlt sie Rotznosen? Ist Gedankenübertragung ansteckend? Und wenn die Würfe einmal gefallen sind, wann steigen sie wieder auf? Wie lang darf der Einserschmäh noch rennen, bis er einmal zur Dopingkontrolle muss? Sind Insekten, die was man mit Puss-Insektenspray einspült, enthusiasmiert? Sind Erdnüsse bodenaltes Tickel? Hat er auch Glotzer, der manchmal Glückssträhne? Wie viel Dioptrien hat ein blinder Passagier? Gibt es zu Silvester für türkische Witwen einen Döner verwandt? Wie kriegt man einen Zuttelfleck sauber? Gibt es am Bockhändl-Friedhof nur Ehrengräber? Ist ein Lerchel-Schaß vielleicht kein Dreck?
ist Staudenhucker an das Wort für Schrebergärtner? Was macht ein Blitzgneißer bei einem Gewitter? Und was macht ein Brunnerstraßler, wenn er seine Hausnummer vergessen hat? Hat jeder Zinssatz einen Punkt? Wenn es Legoland einstürzt, gibt es dann auch einen Dominoeffekt? Und wenn der Louis Gold nicht wirft, wieso gewinnt er immer beim Mensch ärgere dich nicht? Ist ein Wappler, der aus nichts was lernt und deswegen jeden Tag wieder dieselben Erfahrungen macht, ein Déjà-Würstel? Kann man den Ausdruck One for the Road mit Straßenverkehrsopfer übersetzen? Wer packt einen Vollkoffer? Fiegt sich der Herzkasperl vor dem Krokodil, klingen Luftgitarren bei Smog verstimmt? Nennt man eine Mischung aus Meter, Kilos und Sekunden Einheitsbrei? Und soll man dann noch an jeden Strohhalm greifen, wenn gerade kein Koks da ist? Muss ein Waschbrettbauch immer sauber sein? Hat ein Kardinalschnitten theologische Vorbildung? Woran ist der tote Winkel gestorben? Wie viele Eierkäfer gängen in einem Quadratschädel? Hasen Stalker im Internet Klammeraffen? Steckt in einer leeren Disco nur der Problembär? Ist ein Wurstsalat alles eins? Kann man nur in der Einserpanier ein Leiberl reißen? Wird sich die Ozonschicht wirklich einmal in Luft auflösen? Oder ist das nur Treibhauseffekthascherei? Gängen Mathematiker am Bruchstrich? Gängen Botaniker in die Binsen? Sind Meeresbiologen ihr heuer das Leben lang auf Tauchstation? Versteckt sich hinter einer jeden Dumpfbacke ein Weisheitszahn? Und gelten Fremdsprachenkenntnisse bei der österreichischen Polizei als Dienstwaffe? Haben Sie auch nie inhaliert? Oder haben Sie mir gesagt, kann ein bisschen mehr sein? Enden die Domainnamen von den 6 Seiten immer auf Org? Ist ein lockerter Gesangsverein ein Hardcore? Hast in einer 60er-Stellung auch Gleichgewicht des Schleckens? Warum Besemal überall hinkommen, warum kommen sie nie zu mir? Sagt Ihnen Ihr Alkoholspiegel auch immer nur ein verschwommenes Bild? Und kann man eine Klomuschel als Sollbrechstelle bezeichnen? Wenn man die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn überschreitet, wie viel Stangen Chick darf man mitnehmen? Hast das Gegenteil von einem Tsunami wirklich Mikrowelle? Und kann ich in Tunesien dasselbe tun, was ich auch in Trinidad? Hat Fallobst jemals an Höhenangst gelitten? Ist das Chaos wirklich nur eine Theorie? Wenn ich einmal vor dem Nix stehe, an was soll ich es erkennen? Und wenn der Otto in Wirklichkeit ernst heißt, wie heißt dann der Karl? Macht nur die Differenz einen Unterschied? Wenn wir unser ganzes Leben im Gras rennen, wo kommen wir denn da hin? Und wenn mein Text aus ist und die 5 Minuten sind immer noch nicht um, was mache ich denn da? Danke. Vielleicht noch zur Veranstaltung selbst. Wir haben ja heute hier Premiere für einen Poetry Slam Jam. Das ist eben das, was wir auch spielen. Ne? Ein Song von John Fogerty. Eigentlich ein ganzer besser Text im Original. Wie war's, dass heute noch was schief geht? Irgendwas geht heute gut. Ein Erdbeben kommt oder der Blitz, der trifft mich. Heute bremst sich dann noch der Hut. Wie Schmiedels in mein Blut und der Heimat wird. Es bringt der Hut, durch Schmiedels in mein Blut, kommt der
nur wenn, war über der Wurst. Das ist mir alles nicht mehr egal. Wer weiß, was der Teufel mit uns vorhat. Der Eisstoß treibt unten am Kanal. Die Schmieder sind mein Blut und geh eigentlich gut. Weil ich weiß, es brennt der Hut. Jo, ich spiel das in mein Blut und geh eigentlich gut. Weil ich weiß, es brennt der Hut. Am jüngsten Tag, da gibt's ein grausliches Wetter. Da zieht man sich am besten ganz warm an. Glaubt's nicht, dass es besser wird dann später. Jetzt geht Auge um Auge und Zaun um Zaun. Da ich spiel was in mein Blut und geh heim mit Furt. Weil ich weiß, es brennt der Hut. Jo, ich spiel was in mein Blut. Hope you have got your things together. Hope you quite prepared to die. Looks like we're in for a nice weather. One night's fishing for a night. Don't go around tonight. Where can I take a life? Ma! 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 Noch ma, mies ma, da ma. Brief, schreib ma, anruf ma, zurückruf ma, mach ma, mies ma, da ma. Benzin uns nicht leisten können ma, nicht Auto, vor ma, rennt ma, oder geh ma, moch ma, mies ma, dame. Im ma, ihr ma, weil im ma, so ma, ma, und im ma, den anderen Mann ma. Ja, das war halt jetzt zwischendurch was. Aber ich möchte jetzt die Überleitung für unsere nächste Poetin finden und da muss ich da. Schließe ich an beim Präsidium oder beim Vorstand der ÖDA und ich sehe zwar jetzt im Moment nichts, aber ich habe das Gefühl, dass da jemand gekommen ist, der lange, lange Zeit die österreichischen Dialektautorinnen und Autoren diese Institution, ich sage bewusst nicht diesen Verein, wirklich ganz grandios betreut und ja, betreut ist vielleicht gar nicht so schlecht. Grüß dich, grüß Andi. Hat und ja, ich hab. Den habe ich nicht da, aber ich hab einen Text da, da habe ich einmal in einer Veranstaltung von der ÖDA im Lokal Morgenstern im 7. Bezirk einen Text vom Christian Morgenstern
gelesen und der ist dann in der Dialektzeitschrift Morgenstern veröffentlicht worden. Das heißt, ich habe Morgenstern im Morgenstern im Morgenstern gelesen und ja, das ist nicht lang. Die beiden Flaschen. Zwei Flaschen stehen auf einer Bank, die eine dick, die andere schlank. Sie möchten gerne heiraten. Doch wer soll ihnen beiraten? Morgenstern. Mit ihrem Doppelauge leihen sie auf zum blauen Firmament, doch niemand kommt herabgerennt und kopuliert die beiden. Christian Morgenstern. Zwei Floschen, denen ist recht fad am Pankel, wo sie uns Zandler hucken. Die eine dünnt, die andere blatt und nichts mehr drin zum Schlucken. Sie waren so gern ein Paarl gewesen. Staunendesamtlich war so schön. Aber Beistand haben die zwei kein Netto. Schenken halt in einer gefreut, in Himmel auf, in den blauen, ob da ein Engel obi schauen. Und etwa dann dat obi kraxeln. Und den zwei Floschen hilft beim Schnacksen. Ja, es gibt ja da einen Satz, einen wunderschönen Satz, der da heißt oder lautet: Hau dir versäun, ich schwimm um die Panier. Hau dir auf eine Säule. Also werde zu einer Säule für euch. Das bleib stehen, rühr dich nicht von der Stelle. Ich schwimme. Ich begebe mich da durch das Gewühl, also durch das Gewühl von drängenden Menschen. Um die Panier, um die Schalen, also um die Schale, um des Gewandes habhaft zu werden. Da sagt ein höflicher Wiener zu seiner Begleitung nach einem Theaterbesuch, sich erbötig machen, die Kleidung von der Garderobe zu holen. Werde zu einer Säule, ich schwimme um die Panier. Oder bleib stehen, rühr dich nicht von der Stelle, ich begebe mich durch das Gewühl von drängenden Menschen, um des Gewandes habhaft zu werden. Na, das sagt, lieber hau dir auf eine Säule, schwimmen um die Panier. Ja. Also, der Dialekt bringt schon einiges auf den Punkt. Und sehr viel hat die nächste Künstlerin im Lauf ihrer Tätigkeit auf den Punkt gebracht, nicht nur bei der Millionenshow, wo sie bei der letzten Frage nur einen Joker gehabt hat. Zwei! Da kriegt sie einen Applaus für einen Joker und den nächsten Auftrittsapplaus für den nächsten Joker. Applaus, bis sie auf der Bühne ist! Für Eva Madonna! Was du gesagt hast, dass du mich mit Christian reden willst, ne? Nur deswegen hast du ihn angerufen. Ja, Mann! Mann, ja, ich hab gesagt, Mann, das mache ich. Ich hab schon alle hingefallen. Nein, ich hab das Publikum auch gefragt. Jetzt sag ich nur, hallo Publikum, danke für den großartigen Applaus. Ich bin leider so spät gekommen, weil ich schon wieder einmal betreut hab. Nämlich den Techniker, der was den Öder-Computer repariert hat, den habe ich betreut. Und dann dort habe ich auch mitgebracht, da ist mir dann im Taxi noch die Dosen aufgegangen, was drin ist, jetzt steht es im Kühlschrank. Der wird schon alles passen. Das Taxi habe ich auch angesagt. Aber das war keine Absicht. Ja, jetzt gibt es das Chief-Gedicht, ich habe einmal schon ein Chief-Gedicht mit lauter Tschü geschrieben.
Und ich habe das jetzt anlässlich vom Chief Fest ein bisschen verbessert. Muss eh noch in den Chief gefallen. Der Chief schindert die Stirn runter ins Jocherl. Ist schnell und tschack, stolpert sie, die Jean ist Charry. Er checkt Chick und Tschechert. Da jumpt der Jimmy über die Stirn und schon gibt's eine Jam Slam Session. Stimmung steckt. Schmerrenner. Ein Chick noch, eins noch Tschechern, dann ist für heute Schluss. Ciao, Jocherl, sagt der Chief, ich schub mit meiner Jason in die Steiermark. Danke, danke, soll ich sonst noch was lesen? Ja, das lese ich jetzt gleich, weil das habe ich mir gerade in offenartiger Geschwindigkeit aufgeschrieben, weil das gibt es nämlich sonst nur auf mein Handy und von dem kann ich das schon gar nicht vorlesen. Und wenn ich länger warte, dann kann ich das nicht lesen, weil ich kann meine eigene Schrift so schlecht lesen. Jetzt habe ich mir es aufgeschrieben fürs Gleichlesen, jetzt habe ich es ein bisschen im Kopf. Der neueste AKH-Dialog, aber ich sterbe. Zwei Frauen, die erste Aufklärung, war nicht das schon her. Dass die kleinen Schrauben das alles schon wissen müssen. Da geniere ich mich ja gleich. Aber es ist eh besser. Ich bin auch nicht aufgeklärt worden und habe trotzdem mit 16 ein Kind gekriegt. Na, da sieht man, wie unnötig das wieder ist. Also, ich muss jetzt ein bisschen um mich dumm wursteln, weil das habe ich alles noch nicht so richtig ausgebaut. Ah, das ist auch voller Turten. Ich lese einfach mal ein paar von den AKH-Dialogen, so wie es mir gerade gefallen. Das ist so der, den kennen schon ein paar, aber er macht nichts, der ist glaube ich trotzdem nicht so schlecht. Zwei ältere Männer. Ja, grüß dich, was machst denn du da? Bist du leicht krank? Ja, mir dann die Bandscheiben weh, da dein Handgelenk. Ein Kreuz in ein Handgelenk hat man gar keine Bandscheiben, die sind ein Kreuz. Und was sollte man dann weh tun? Und das, das ist zum 80er, lese ich das dann noch einmal schief, wird. Du wirst gleich wissen, warum ich das zum 80er dann noch einmal lese. Eine sehr alte und eine auch nicht mehr junge Frau, die jüngere. So setz dich da her, Mama. Ich tue dich anmelden. Willst du eine Wahl? Eine Wahl? Die haben da so Ruhewahlen. Da kannst du reinsitzen und die führen die auf zur Station, weil das ist weit. Aber. Aber das brauche ich nicht und wie schaut denn das aus? Erst Mama, du bist über 80 und krank bist da, du kannst dir ruhig in seine Wahl reinsitzen. Nein, nein, weil wenn mich da wer sieht in den Wahl, dann habe ich da nur mal Nachrede. Nein, nein. Also das macht es nur einmal, und das ist einer von meinen Lieblingen da. Ein stark tätowierter Mann im Bademantel und eine ebenso tätowierte Frau in Jeans und Lederjacke. Sie. Na, die schneiden es eh nicht so, da mache ich mir keine Suren. Wenn den mit den Gogeln meinst. Nur erst, der war da wegen einem Knie, dann haben sie ihm die Gogeln angeschnitten. Futschi Katte. Geh, eh nur eins. Aber da war er wegen einem Knie. Nur lieber nur ein Gogel, als wenn wir einen haxen. Weil mit einem Gogel kann ich immer noch buddern, wie er hergeht und mit einem Haxen nicht mehr hatschen. Zwei Frauen, ein Mann, also die warten auf dem Lift. Ein Mann will sich schon dazustellen erkennt und grüßt eine der Frauen und saß davon. Wer ist denn das? Mein Chef. Ah, so einen angezwickten Chef hast du. Ich habe mir nicht ausgesucht. Und was hat er?
Weiß ich nicht, aber man muss peinlich sein, wie der geschwartelt ist. So kurze Haxen und so schwarteln. Vielleicht steht er ja nimmer. Mir war das wurscht. Oder vielleicht ist er deppert. Das ist er. Nein, ich meine nicht echt deppert, ich meine psychmäßig deppert. Zwei Frauen in der Früh vor dem Haupteingang rauchen. Erst gestern, ich sag, das haben wir einen gehabt, der war so fett, dass wir ihn blasen lassen müssen. Und dann sag ich zu ihm, sie müssen blasen, sagt er, du zuerst. Und hast du ihm gegeben? Frage nicht. Frauen da mal, hey, scheiß mich an, da gibt's ein Reisebüro. Wo da herin? Ja, da schau, stand es am Krankenkasse Reisebüro, für was da herin ein Reisebüro brauchst. Na, erst wenn du da lang genug umeinander liegst, möchtest du nachher sicher gern fortfahren. Ich nicht! Ich gehe den Krankenstand, das ist pöllicher. Mitten in der Nacht vor dem Haupteingang ein Mann und eine Frau sitzen gemeinsam in eine Decke eingewickelt auf einer Bank. Sie rauchen schweigend. Plötzlich schreit der Mann. Hey, du hast ja Strumpfhosen an. Na, wenn es kalt ist. Und was glaubst du, für was ich da daherkomme? Ja, das Leben ist hart. Ja, zwei Frauen, eine davon sehr dick, sitzen auf einer Bank, die dicke ist. Geben sie da nix? Nix gescheit. Geh, heutzutage ist sogar das Spitalessen gut. Das glaubst auch nur du. Ich glaub, die tun da extra was drauf, dass es noch nix schmeckt. Zwei Männer. Ich brauch ein Bier. Aber du sollst nichts da angeln. Gerade drum und ein Bier ist praktisch eh nix. Zwei Frauen rauchen. Im Raucherinnen kann man, und da gibt es immer die besten Dialoge, also, da kann man sich echt unterhalten, sonst ist meistens eher fad. Stell dir vor, heute in der Früh kommt da so ein Pfarrer rein mit seinen ganzen Chiri-Chari, Spitzenkragel und so, was der voll im Motor. Dann sagt er noch, gelobt sei Jesus Christus. Ich hab schon gedacht, der kommt zu mir. Mir ist gleich schwarz geworden vor Tagen. Dann ist er zu seiner alten hin, letzte Erholung. Geht, das heißt Krankensalbung. Und wenn der Pfaff kommt, geht's zum Sterben, wurscht, wie das heißt. Und die Alte lebt's noch? Ich hab nicht geschaut, sicher ist sicher. Zwei Frauen in der Eingangshalle. Ödere, jüngere, dödere. Und hast du dem Professor das Kuvertal gegeben? Na, was denkst du? Na ja, heutzutage nehmen es manche ja nimmer. Also auf unseren Herrn Professor ist noch Verlass. Eine Frau, ein Mädchen, ein Bursch. Frau, jetzt sind wir da in dem depperten AKH, wo müssen wir jetzt hin? Heber, Gastro, Heber, irgendwas deppert. Bursch, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie. Und wie heißt der Doktor, der Spasti? Mädchen, Mama, bitte red nicht immer so, müssen ja nicht alle wissen, dass du Joshin bist. Notfallambulanz, mehrere Sanitäter schauen zu, wie ein anderer draußen das Rettungsauto putzt. Fahrt ist halt. Ja. Ich hab schon putzt, zwei Kaffee getrunken und denen da beim Putzen geholfen. Nix los hätte. Eigentlich eh gut. Aber fad. Kennt das nicht einer ein bisserl, nur ein kleines bisserl unter ein Auto kommen? So, jetzt lese ich noch eins am Schluss. Ein Mann, ein Bub, der Bub. Schau die Leute an, was die tun die alle da, das sind alles Loser.
Was meinst du mit Loser? Na, wenn es keine Loser wären, wären es nicht da. Du bist ja auch da. Aber nur weil ich den Papa besuche. Na, dann ist dein Papa ein Loser. Er ist ein Loser, aber zumindest einer mit Schmerzensgeld. Ja, der Willi Nelson hat auch seinen 70er. Oder glaube ich, oder seinen 80er schon. Oder so. Ah, schon wieder die 80er. Um jetzt gleich, auf dem ebenfalls Geburtstag hatte, im Juni, glaube ich, ein Lied feiern. On the road again, oder ich will schon wieder spielen. On the road again. Just can wait. Get on the road again. Life's love is making music with my friend. I can't wait to get on the road again. Ich wünsche wieder unser Lieder spüren. Möchten uns mit anderen Küchen füllen. Ich wünsche wieder unser Lieder spüren. Wir wollen schon wieder spüren. Oh mein Arm, da ziehen ganz ohne Zünd. Nächste Sucht singt, das gibt uns viel. Wir wollen schon wieder unser Lieder spüren. Wir wollen schon wieder spüren. Mit einem Wort fängt so leer, aus dem Kramen fühlen. Weil man Leben spüren. Dann treibt die ganze Welt sich nur noch unser Müll, unser freien Müll. Wollen schon wieder spüren, wollen schon wieder unsere Lieder spüren. Möchten uns mit anderen Küchen füllen. Wir wollen schon wieder unsere Lieder spüren. On the road again, like a band of gypsies, queen of town in Harvard. We got best of friends, in sipping that work you turn in our way. Well, I'm with on the road again. Just can't wait to get on the road again. Life's love is making music with my friend. I can't wait to get on the road again. I can't wait to get on the road again. Benannt ist die Gruppe Okima nach einem sehr, sehr berühmten Rockmusiker aus Amerika, Woody Guthrie, ist in Okima, Oklahoma geboren. Und darum jetzt gerne einen Song von ihm. Oklahoma Hills oder Weg von den Berg. So etwas autobiografisch. Wieder. Da bin ich ja wirklich irre. Unter 1000 Meter hohe Wand aufgewachsen, knapp vor dem Brebichel. Da hat man irgendwie nicht sehr weit gesehen und dann habe ich immer irgendwo hin wollen, wo man ein bisschen eine bessere Aussicht hat. Any month is coming down, since I want from my home, there's a cloud on my hills where I was born. Many pitch my life's turn, many lessons I've learned, and I feel like in the hills where I belong. Für den Monat sind schon vorbei, seit ich daheim zum vorbei war, weg vor die Berg, wo ich geboren bin. Zwar hab ich bis jetzt noch nichts bereit, alles war neu, das hat mich gefreut, aber ich weiß nicht, ob ich schon aufgekommen bin. When I'm young, running in the nation, riding a pony in the reservation, in the old flat on my hill, where I was born. When I'm
Georgia Beach, in the Oklahoma Hills, where I was born. I decided to here today, many miles of my way. From the road I rode my pony to the club, where the oak and black tree trees had a grateful prairie breeze. And I feel like in those hills where I belong. Bonnie so sweet, she's stone, so bad they keep me again for. Come on, boot up on a heart in my coat. Good in a boy, in a pork or a sauce, a hick, a ring, a nose, all a shame, short, so long, so. Way out yonder on the Indian Nation, rides my pony, rides a witch in the open, on my head, where I was born. Way down yonder on the Indian Nation, God's life, my occupation, in the open, on my head, where I was born. Danke. Danke, Okima. Danke, Jerry Gray. Danke, Red Sonja. Super war das, wie es da von Brevich erzählt hat. Ja, Heimatgefühle. Was mir auffällt, nicht nur, also sogar beim Obersteiler Blues haben die Untersteiler mitgeschickt. Sieg Edle in der Otivali! Wir werden sie noch hören. Sonderapplaus! Ich habe meine Zettel eh voll durcheinander, aber weil er das erzählt hat von seiner Heimat, überlegt es einmal, in nicht einmal 3 Monaten ist Weihnachten. Und ja, ich habe da, wir sind des Öfteren auch schon am großartigen Hauptplatz in Leon aufgetreten. Der Derrick Gray mit großer Besetzung von Okima und ich habe dort dabei sein dürfen. Und da habe ich das gelesen, was auch ein bisschen so eine Erinnerung, wie ich ja geschraubt war. Also wie ich so ein kleiner Bub war. Also, ja. Super, scheiß da nichts, dann fällt da nichts. Wie ich ja geschraubt war, da hat es am Christkindlmarkt noch keine Langos gegeben und keine Reicherstaberl. Der Maroni-Bruder hat nur Maroni gehabt. Und keine Kartoffelpuffer und keine Gummibärli und nur einen türkischen Honig hat es gegeben. Und eventuell einen Marzipanstang. Aber keine Leiberl von Rapid und Barcelona und keine Scheibe von den Bayern. Wie er geschraubt war, da hat es am Christkindlmarkt nicht viel gegeben. Kein Turbopunsch, keine Alkopop, kein Riesenradl am Hauptplatz. Haben wir jetzt. Und auch kein Lilliput bauen und kein Autodrom. Und keine Buddha-Statuen und keine indischen T-Shirt und keine Elfenbein-Elefanten aus Gips. Und keine Ollergummi. Die Preiseln hast du damals am Klo rausgedruckt, heimlich. Hat die keiner gesehen? Heute gibt's das mit Vanillegeschmack und drauf steht, ihr Kinderlein kommt. Wie ich geschraubt war, da hat es das alles nicht gegeben. Da hat es genau genommen gar nichts gegeben. Außer Maroni-Bruder mit dem türkischen Honig vom Friedhof. Ja, das war eine Hommage an eine Leoner Institution, einen bulgarischer Abstammung war er, der Domov, der im Sommer Eis verkauft hat. Da haben wir dann
Ich geh durch. Das Semmelbresel eingesteckt in die Eis, in das Eis von den 50 großen Tüten, also ins Eis, rübergeschlägt und dann haben sie da wohl was drinnen. Dann haben wir noch einmal ins großen Eis gehabt. Jedenfalls im Winter war er dann mit der Marone am Friedhof. Ja, jetzt schon beim bei den Weihnachtsgedichten, das sind immer die Gedichte, die er bei der Jahreslesung, das war die Abschlusslesung vom Lesetheater gewesen hat. Und die meisten von euch wissen es, es hat uns heuer im Sommer, im Juli, glaube ich, war das noch, jemand verlassen, nämlich der Rolf Schwenter, der ja, großartiger Mensch, Liedermacher und Schriftsteller, Sozialwissenschaftler, was weiß ich. Doktor Rolf Schwenter. Und der hat immer eine Jahreslesung gemacht, wo man am Abschluss des Jahres Fremdtexte lesen hat sollen. Eigentlich müssen. Und ich bin zum Rolf gegangen und habe gesagt, du Rolf, darf ich eigene Texte auch lesen. Der Rolf hat gesagt, du schon. Er war so mitfühlend, weil meine Texte hat es uns nämlich nicht gelesen. Ja, und da wird gemacht. Nein, das war der Rolf, war sehr, sehr mitfühlend, ja. Weihnachtswunsch. Wir haben uns das Kind gewünscht. Zwei noch. Jetzt wünschen wir es zum Teufel. Heuer zu Weihnachten wünschen wir uns, dass er gescheiter wird. Der Bub. Wenn er rauskommt aus dem Häfchen. Wie finde ich jetzt die Überleitung zum nächsten? Der braucht keine Überleitung. Papa, mach die fertig. Wir, also nicht nur ich, sondern wir alle, da im 15. Bezirk und vor allem hier im Joghurt, freuen uns, dass wir den Slam Papa Österreichs, den begnadeten, ja, unser aller Papa auf die Bühne bitten dürfen. Mit einem Riesenapplaus, Markus Gülli! Ja, das wünscht man sich immer, dass man so vorgestellt wird, unser aller Papa. Also ob ich der 70-Jährige. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die Episode zu erzählen, wie ich den Chief kennengelernt habe. Es war nämlich in Kapfenberg und zwar bei einer Veranstaltung einer Reibeisen, Kulturzeitschrift Reibeisen Lesung, wenn man so will. Die hat darin bestanden, dass solche wie ich, die einen Beitrag dort veröffentlichen wollten, quasi dort vor Gericht standen, da ist wirklich so eine Gerichtsverhandlung inszeniert worden und man hat dann quasi vorgelesen und dann wurde diskutiert, ob das schuldig oder nicht schuldig ist. Und vorher aber hat es eine Lesung gegeben von einem recht rüstigen, leicht graumelierten Herrn, der hat Artmann-Texte vorgelesen, quasi als Beispiel, was Literatur ist. Das war der Chief. Und danach haben wir dann dürfen und ich bin schuldig gesprochen worden, was so viel geheißen hat, wie ich habe in 2 Stunden 10 Bier trinken müssen und danach dann auf einem Wirtshaustisch stehend einen Text präsentieren. Das war das Ritual, das war quasi die Kapfenberg-Reibeisen-Inquisition, wenn man so will. Und das war der Erstkontakt mit dem Chief, danach ist er zum Slam bekehrt worden und ich habe den Text gemacht, den ich damals in jedem Zustand und auch heute noch in jedem Zustand kann.
es ist so, ja, ich komme ja aus Tirol und normalerweise, wenn ich hier beim Dialekt-Slam bin, dann wird arg tirolert. Jetzt aber ein so allgemeiner Text aus meiner manischen Stabreimphase. Ein Text, der nur aus Wörtern mit weichen D und harten D besteht, weil man es bei uns in Österreich ja eh gleich mittelhart ausspricht. Und insofern auch für den Chief und damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich habe den Text dann auf dem Tisch mehr kniend als stehend gemacht. Und es geht auch um Trinken. Ja. Es geht auch um Trinken und Sex am Arbeitsplatz, hat aber ein Happy End und Dani et Danone. Dr. Deo Danone trank. Tag aus, Tag ein. Trunken drangsalierte Dr. Deo Danone dieweilen Dialysepatientinnen. Dr. Deo Danones Dienstgeber, Dialysezentrum Darmstadt. Deo dachte, du darfst, du tust trotzdem Dienst, Durstgefühle, dann trink. Dr. Deo Danone drückte Diensteinheiten dauerrauschig durch. Doch die Dialysepatientinnen duldeten Dr. Deo Danone, denn dienstags tanzte Deo durch das Dachgeschoss der Dialysestation. Dort traf Deo dann Dani. Danis Dolchstoßblick durchdrang Theo, dessen trübe Tacklaugen troffen. Dionys ist dann ohne dachte, Donnerwetter, diese tadellose Dienstuniform, diese Tränensäcke, diese Dirndl-Tuttern. Dani dachte, das darf doch, dieser tolle Typ, diese Dauerwelle, diese Taille. Da Dr. Deo Danone draufgängerische Taten taugten, tappte Deo trunken, tollpatschig drauf los, drang durch Danis Dienstbluse. Der formierte Danis dralle Träubchen. Deos Tannenzapfen durchströmte das Daseinsbringende der Stilat. Dumm doch Tatsache, dennoch drückte Deo dauerhaft Danis Dutteln. Daraufhin Dani, tapfere Darbietung, du toller Tanzbär, doch, traust du dich Dreisteres? Dadurch brach das Transistorradio das Techtelmechtel. Tütteldü, tütteldü. Die tägliche Tundelstaudurchsage. Trautal-Tundelbeleuchtung defekt. Tundel dunkel. Die Tundeldurchquerung dauert dadurch. Trivial, doch diese Depesche trieb die Dienstjahrenjunge, tüchtige Dani Treidel dazu, dass Dani die Trantüte Dr. Deo Danone durch die Tür des Testlabors drängte. Dort duldete Dani durchaus Tuchfühlung, danach taten die Triebe den Dienst. Tam tada, Deos dünnes T-Shirt tatsächlich transparent, tam tada, Deos Danis Dekolleté tatsächlich derart deliziös, dass der Dienstkittel Deos durch das Testlabor der Tanga dann des Dani tobte, Deo durchzogen Trippelschauer, Dani traktierte Deos Tulpe, doch dessen tröger Tropfsteinzapfen trotzte taub. Daraufhin Dani Transitverkehr, du debiler Dauerrausch, Depp, du den Wackeldeck hängst. Deo delirierte, Drogen, Tepen, durchaus Dienstvolles. Daraufhin Dani Tempo, Tempo, du degenerierter Drogendoktor Trottel. Deo Torpedo, detoniere. Daraufhin Durchhänger-Dilemma total. Dani dozierte demotivierend, desavouierend, typisch, typisch Trinkerproblem. Drei Tage danach traf Deo Dani dennoch. Deo definierte dezidiert das Desaster der Dienstagstriebverkehrsaktion. Dani dementierte dezent, doch der demontierte das Defizit durch technisch durchaus tolerables dichterisches Debüt. Deo deklamierte die Wort: Dani, du Denkmal, Dani, du Düne, Dani, du trink doch, Dani, darf Deo dich demnächst düngen? Darauf folgenden Dezember traute Dorfpfarrer Dangel das Duett Dr. Deo et Dani Danone. Toi, toi, toi. Danke. Das ist
Ja, da kommt aber ein Text vom Schiff. Als Blues. Ein Steirer in Wehr. Ein Steirer in Wehr, der hat heute sein Fett. Wo kam er dahin? Kann man nicht aufbauen. Er kommt mit dem Zug jetzt in Meidling an. Er steigt in keinen Bus, er kennt nur die Bahn. Er steigt in keinen Bus, weil er kennt nur die Bahn. Ja, da beamt er nicht, weil die ist er nicht gewählt. Auf die Schüttung da steht, da kann Platz, den er kennt. Ein Taxi, na das ist ja nicht ganz geheuer. Und außerdem bist sicher wird's teuer. Außerdem bist sicher wird's teuer. Er war schon verzweifelt, na hat wen schon verteifelt. Holt schon vor Zug, na hab ich noch Blut. Wie er da so sinniert und sich Ohr geschädigt. Kommt der Werner daher, sagt nichts denn zu schwer. Kommt der Werner daher, sagt nichts denn zu schwer. Na, fahr mir nach Grinzing, zum Fahrer mit der winzigen Skansack ist teuer. Da trinkt man ein Wein, da schiebt man uns zu. Sag bis in der Ruhe, da nimmst du dein Zug, in die Steiern und zu. Da nimmst du dein Zug, in die Steiern und zu. Ja, da nimmst du dein Zug, in die Steiern und zu. Ein Text vom Günther. Ja, danke, das gibt's auch als Klingelton. Bin ich jetzt drauf oder nicht drauf? Nein, bist nicht. Jetzt bin ich nicht drauf. Jo. Jetzt bin ich gut drauf. Die Technik ist am Anfang. Ja, was ich nicht verstehe, ist ja... Drei das Mikro auf. Das ist ja auch. Na, wahrscheinlich ist das der Grund. Ich sehe alles da. Einstecken muss es. Ist es jetzt? Nein. Dann muss ich es einschalten. Ich glaube, du bist nicht. Ja, dann leg es an dir. Aber Chief, die zwei anderen schwarzen Sachen, das sind auch Mikros. Ja. Super. Dann gebe ich das weg. Und kündige euch jemand an, den ich immer, aber allerdings nur als Publikum, also ich im Publikum, auf der Bühne bewundern durfte. Und heute seid ihr in derselben Position wie seinerzeit und damals war, wo ich ihn gehört habe. Und ich freue mich irrsinnig, dass wir zum ersten Mal hier auf der Jochelbühne Bowimmer begrüßen dürfen. Applaus bis auf der Bühne! Und übrigens, in der Ankündigung, na, bleib du, ich muss ein bisschen in der Ankündigung steht Marburg. Und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch glauben, er ist aus Maribor. Nein, er ist nicht aus Maribor, sondern aus der Stadt, wo auch die Theresa Hall her ist. Ja, sag mal. Wie habe ich da jetzt was? Was habe ich dich da getroffen? Nein.
Nein, aber die Theresa Hall war schon da. Ja, auf der Bühne. Achso, die war schon da. Die war schon da. Und jetzt bist du da. Jetzt bin ich da, ja. Bovima! Ja, jetzt bin ich da. Hat aber bloß 8,5 Stunden gedauert von Marburg aus. Im Zug. War aber schön. Ja, ich komme aus dem Allgäu eigentlich. Ich bin polyglott aufgewachsen. Allgäuerisch, oberbayerisch, hochdeutsch. Ja, war jetzt so interessant, ich gebe es offen zu. Ja. Werde ich gefragt, was ich denn so tue, sage ich, ich schreibe. In Kneipen bin ich der mit dem abgenutzten Lami-Füller in der Hand. Und oft wäre ich auch lieber etwas Anständiges geworden wie Fußballprofi oder Metzger. Aber ich wusste irgendwann, dass ich schreiben werde müssen. Die komplizierte, aber schöne Formulierung schreiben werde müssen zeigt an, dass ich auch schreiben müssen werde können. Aber ich wäre nicht die ständig zweifelnde, von jeglichem Selbstbewusstsein befreite Allgäuer Milchkuh, die ich nun mal bin, wenn ich mich nicht gegen jede Form der Erkenntnis wehren würde. Also habe ich getrunken. Ich habe so viel getrunken, bis ich kein Stift mehr halten konnte und mir vollkommen vokalfreie Silben aus dem Mund fielen. Manche kennen es. Ich hatte ein Jahr lang eine Bier- und Schnaps-Flatrate in meiner Stammkneipe. Als erstes spürte ich den Wodka-Lemon im Halbliterglas ein, danach erfand ich die Apfelsaftschorle Wodka mit Kater-Freigarantie. Mein Renommee als Dorffest-Rocker war legendär. Früher wollte ich noch Fußballspieler werden. Jetzt ist zwar nicht mehr der Torwart mein Freund, sondern der Barkeeper, aber der lässt mich auch jeden reinballern, bis ich auf den Knien Richtung Eckfahne rutsche. Mein Idol, ebenfalls ein verhinderter Kneipenschreiber, sagt: Tag ein, Tag aus, schlaf ein, schlaf aus. Und fügt dann zu: lieber bin ich stadtbekannter Säufer als anonymer Alkoholiker. Tage verwischen so wie Regen auf fahrenden Windschutzscheiben, aber ich fahre schon lange nicht mehr selbst. Legendär in Gleisen kann nur der, der sich treiben lässt auf den Wodka-Strömen an den Biertresen in Großstadt-Piraten-Kaschemmen. Ich schrieb an Tresen auf Kneipenblöcken. Papier hatte ich nie dabei, ich kam ja zum Trinken. Auf dem Höhepunkt meiner Kneipenschreiberkarriere, ich war Stammgast des Jahres in 2 Studentenkneipen geworden, als ich zum Poetry Slam kam. Poetry Slam ist ein schönes Hobby. Man kann sich darin verlieren wie in den Augen einer schönen, halbvollen russischen Wodkaflasche. Statt in Kneipen verbringt man ganze Wochen auf Bahnhöfen und fährt als Reisepoet von Slam zu Slam. Ich fühle mich inzwischen kompetent genug, um eindeutig klarstellen zu können, dass auf Bahnhöfen absolut rein gar nichts passiert. Bahnhofsromantik gibt es nur in Filmen und in Stuttgart. Aber ich verliere mich. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das hier weiß, in Stuttgart gibt es immer noch. Ja, gut. Poetry Slam. Man füllt also irgendwie 5 Minuten Bühnenzeit und sich danach im Backstage ab. Dieses Konzept ist absolut bahnbrechend und am nächsten Tag sitzt man dann in der Bahn brechend. Dank dir, Johnny Walker. An dir kommt man nicht vorbei, aber selbst auf dem Boden liegend kommst du immer wieder hoch. In diesem Jahr war ich wahrscheinlich auf 150 Poetry Slams. Wenn ich nach Hause komme, bin ich verwundert, dass mein Zimmer noch da ist. Ich stelle mir vor, dass es irgendwann einmal von Efeu eingereimt wird. Mir vollkommen unbekannte Menschen die anderen Zimmer bewohnen und man mich so lange vergisst, solange ich die Miete pünktlich überweise. Besucher werden dann herumgeführt. Man sagt, ja, das ist unser Wäschezimmer. Der Typ, der da wohnt, ist einfach nie da. Ich wohne hier seit 2 Jahren, habe ihn aber noch nie gesehen. Angeblich schreibt er, keiner weiß was, aber er hat viele Bücher. Warum mache ich so etwas? Eine Frage, die ich mir fast täglich stelle. Erstens,
Im Gegensatz zu Kneipen ist das Bier umsonst und wenn man bitte sagt, auch der Schnaps. Zweitens, Slammer sind behinderte Helden, die verzweifelt nach ihrem Platz im Universum suchen, in der steten Hoffnung, dass dieser nicht an einem Tresen für einsame Herzen sein möge. Ich mag diese Menschen einfach. Kommunikativ, sozial, vollkommen inkompatibel mit der Restwelt und ständig bereit, ihr Genital allen Herumstehenden zu präsentieren. Wird es einfach aus. Drittens, auf fast jedem Slam gibt es jemanden, der macht das zum ersten Mal. Und wenn da jemand zum ersten Mal mit seinen selbstgeschriebenen Texten auf einer Bühne steht, dann umgibt ihn ein Zauber. Ja, der Typ funkelt wie ein Vampir im Tageslicht. Er steht da oben, seine schweißigen Hände zittern, seine Stimme bricht in sich zusammen wie bei Knaben frühlingshaftem Stimmbruch und was er sagt, puh, keine Ahnung. Aber wenn man nicht so drauf hört, was der Typ sagt und wie er es sagt, dann sieht man ganz deutlich, dass er funkelt und glitzert. Das klingt verrückt, aber dann gibt es auch noch Slammer, die machen das seit Hunderten von Jahren, schreiben Geschichten und Gedichte, die so gut wahr und echt sind, dass meine Augen vor Freude feucht funkeln und glitzern. Und genau wegen dem Glitzern der Leute und dem in meinen Augen bin ich hier und überall, wo irgendjemand glaubt, es wäre eine gute Idee, den Leuten die Möglichkeit zu geben, auf Bühnen etwas zu sagen. Am Morgen nach dem Slam wache ich auf, mit Glück in weichen Federn, mit Pech im abgeranzten Festival-Schlafsack des Veranstalters, auf einer Couch im Flur eines Studentenwohnheims. Hinter einer Pappwand wird chinesisch gekocht. Das ist mein Lieblingssatz. Wer schon mal in einem Studentenwohnheim war, der wird ihn verstehen. Hinter einer Pappwand wird chinesisch gekocht. Ich wache also auf und wundere mich, was das schon wieder war. Wundere mich, wer diese Funkelheinis gestern war. Wundere mich, warum es mir nicht so schlecht geht, wie es sollte. Frage mich, wo ich bin, wohin ich fahre. Schlummere weiter, träume von einer Profikarriere beim FC Barcelona. Tag ein, Tag aus, schlaf ein, schlaf aus. Wundere mich so lange, bis mir zum Glück wieder einfällt, wo mein Strohhalm seinen Becher hat. Ich bin reisender Kneipenschreiber. Ich mach das nicht wegen des Schreibens. Ich bin hier zum Trinken. Mein Lügenmantra, das ich so oft wiederhole, bis es seine Bedeutung endgültig verloren hat. Ich mach das nicht wegen des Schreibens. Ich bin hier zum Trinken. Ich mach das nicht wegen des Schreibens. Ich bin hier zum Trinken. Tag ein, Tag aus. Füller ein, Füller aus. Danke. Schönen Song von Steve Goodman. Arlo Gassi hat ihn auch gesungen. The City of New Orleans. Ein Freund von uns, Kodo Dittler, den ihr wahrscheinlich alle auch als Poetry Slammer kennt, hat den Text dazu geschrieben. Der Song handelt natürlich jetzt nicht zwischen Chicago und New Orleans, sondern einfach in Ötscherland. Da gibt es den Ötscherland Express und der fährt jetzt um den Dom und ihr könnt euch jetzt anhören, wo der überall geht. Yeah. Ja! Zwei am Tag vom Völkern Richtung Rest. Noch Kindberg am los ja. Ich bin ein Neffer, nicht eine von die Kress. Nein, die vor 20 Mal am Tag wieder zart. Bis mit des 60 im Stammbetrieb, dann als blauer Blitz beliebt. Jetzt kommt mir ein Schröberzug daher. Eine knappe Stunde durchs Erdaufteil, man schlöge zu ins Desagoy. Lang für 38 Kilometer. Grüß euch, liebe Mostviertler, wie geht's? Ja, ich bin's euer Ötscherland-Express. Wer mit mir fort kann, geht und kann geht's.
zum Wieselburger Volksfest. Was nach der Schule aufkommt, na dann schreit. Hast was Hagiges im Gepäck, na dann halt's fest. Weil ich bremse oft sehr abrupt, nein, scheiß. Alte Mutter, die zum Friedhof war, junge Spock, die was gerade Skifahrt war, der Huber Bauer vor, der Fiebe hat. Ich bin der Anschluss zum vierten Schmalspurbahn, vier zum angesoffenen Arm, ein Pendlerzug ist wirklich jeden Tag. Grüß euch, liebe Mostviertler, wie geht's? Ich bin's, euer hübscher Landexpress. Wer mit mir fortgegangen und verhebt's? Gib mir ein Oman ab, ganz ohne Stritt. Manchmal, wenn ich allein ich in der Remise steh, voll dran, wie im Regen, sind zwei Stunden. Ich hab ein Speisewohn, ein Schlafung, dann die Liste. Überall ist jetzt Rauchverbot, weil Rauchen ist nicht gesund. Aufkommen, schon überlegt, wir sind die Bahn am Stühlhof gegen, ob's die auf ein Ostbus umstehen wird. Doch bis dahin vor ihm ein Trott, Tag ein, Tag aus und zappen und meiner Söhne, die macht es wirklich her. Grüß euch, liebe Postviertler, wie geht's? Ja, ich bin's, euer Rutscher Landexpress. Wer mit mir fortgegangen und verhebt, in die Eigenmann ab, ganz ohne Stress. Ja, in die Eigenmann ab, ganz ohne Stress. Zusammenhang mit diesem Song wahrscheinlich die einzige Lokomotivführerin unter uns begrüßen darf. Ja, Sie kriegen einen Sonderapplaus. Super. Ja. Nein, das ist nicht so ohne. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf Kapitän auf einen Schinakel ist, nur sie hat halt nicht so das... Die Schienen, ich kann nicht abbrennen. Ja, eben. Kannst du nicht ändern. Ich möchte trotzdem noch einmal ein bisschen eine Reflexion auf den Text von Bo, wie wir bringen, das ist es wert. Und da haben wir gedacht, das muss ich mir merken. Und ich kann ja heute, ist ja kein Poetry Slam, ich kann ja Ideen, Gedanken von anderen auch verarbeiten. Zum Beispiel von meinem, unserem lieben Freund Andreas Nastl. Und ihr kennt ja alle diese postalkoholischen Gedächtnislücken. Also, Wümris, ne? Ja. Halber Zähne. Haber Tropfen. A Kriegel, bitte. Halber Hilfe. Kannst du dich noch erinnern? Ja, jetzt nein, man war Schnaps zum Kriegen. Halber Zwölfe. Das muss ich mir merken, einen doppelten und nur ein Maus, bitte. Halber eins. Also ich fuhr neben mein Auto ein Kriegelschnaps, bitte. Halber zwei. Das muss ich mir merken. Stell die Flaschen her. Halber drei, wie bin ich jetzt heimgekommen? Halber neun,
Wo bin ich? Wo war ich? Und was wollte ich mir merken? Ja. Applaus für Andreas Nastl. Kulturstadtrat in Langenlos. Apropos Langenlos. Vor 71 Malen. Super, das ist mir gerade eingefallen. Also, ja, beim ersten Dialektpoetry Slam hier hat ein gewisser Wolfgang Kühn seines Zeichens in, was weiß ich, ganz hoch oben beim Literaturhaus Niederösterreich gewonnen. Und ich habe mir auf Lebenszeit gesichert die alphabetische Weinherbstbilanz vortragen zu dürfen von ihm. Habe ich. Schriftlich. Also nochmal, alphabetische Weinherbstbilanz. Acht Achtel anpackt. Verdünn Blauburger Würstel. Chardonnay Klassik. Der drei Doppler Dragit. 11 sechsstichige Elixir. 5 Flaschen Frühroten. Guten Krähen knucket, hohem Heiligen hergerissen, immer inländisch inhaliert, junge Jahrgänge, Kübelweiß, Kabinett, Kiff, Lauren, Litter, Lauren, mehr an den Müller, Thurgauer, mit. Mitgenommen? Nein, Neuburger nachgetrunken, Notonell, Obiglar, Geiser, Plätschen, Quartalseifer. Riesiges Riesling, Reischerkopf, 16 Sauvignon, trockene Traminer Tschechen, unzählige Hudler, unbetrunken, 4 Viertelmütter, vernichtet Wüschlis, Wüschriesling, 4 Wasser, betrunken, zugesoffen, 2 Zwiebeln, 2 Zwitscher. Es gehört natürlich Mut dazu, fremde, großartige Texte vorzutragen. Aber da habe ich einen Stehsatz oder ein Motto. Ist nicht von mir, aber ich glaube, ich bin der Erste und Einzige, der diesen Stehsatz von einem Freund von mir publiziert und weiterverbreitet hat. Und ja, ich habe bis vor kurzem wirklich, ja, super, der Paul Pizzerra, der hier auch schon auf der Bühne war und der Star des steirischen Kabarett-Himmels ist und diesen Satz in sein Programm einbaut hat, da habe ich gedacht, bin schon weg, gell?
nur so lange, bis ich die CD gehört habe von unserem nächsten Gast. Und plötzlich bin ich draufgekommen, ja, das hat es beim Leibniz und beim Newton auch gegeben, dass zwei Leute ganz weit entfernt voneinander dieselbe Idee bekommen. Und er meint halt, ah, so wie ich, scheiß da nichts, dann feit da nichts. Ja, jetzt kennt ihr euch nicht aus. Das taugt mir. Ja, jetzt müsst ihr darauf warten, bis er auf der Bühne ist. Der weint. Super. Ich war mit ihm gemeinsam auf einer Slam-Bühne in Düsseldorf, wenn sie noch erinnert, beim Mundart-Slam. Ich war irgendwo, du warst ein bisschen hinter mir. Applaus für Bombino! Ja, Düsseldorf war das, 2009. Grüß euch, servus. Ja, ja, ja. Nicht verwechseln, immer wenn ich mit Bo Wimmer auf Tour bin, Bo Wimmer und Bumillo. Bo, Leertaste, Wimmer und Bumillo ist ein Wort, das kommt vom Nachnamen Bumeder, war immer der Bummi. Und einmal auf dem Oktoberfest, das fängt jetzt am Samstag wieder an in München, ist so ein Italiener auf mich zugekommen und auf meine Kumpels und hat gesagt, hey, deutsche Ferrari Schumacher, hey, ich bin Giovanni. Und ich sag so, servus, ich bin der Bummi. Und er sagt, Bumillo. Und ja, ich darf mich so gern bei ihm bedanken. Und dann, das war 1999, da habe ich noch in D-Mark bezahlt auf der Wiesn. Und ja, seitdem war der Spitzname und irgendwann dann auch Poetry Slam Name. Also ihr kennt Bummi oder Bumillo zu mir sagen, falls wir uns auf der Toilette begegnen sollten. Wir bleiben beim Thema Saufen. Der Chief hat ja ein bisschen vorgearbeitet, der Kumpel von mir. Das ist der Veit, also mit V, ich weiß nicht, ob das ein österreichischer Name ist, kennt jemand den Veit? Kennt man schon, gell? Der hat sich einen Jugendtraum erfüllt, und zwar hat er seine erste eigene Kneipe aufgemacht, also das ist ein Borzen, eine Absteige sein, also dass du fast so nur zum Absacken, aber ein Borzen kann einfach eine urige, gemütliche Kneipen sein, da kann eine kleine Tanzfläche drin sein, da kann es ein DJ geben oder nur ein oder zwei Bars. Und der Veit hat seine erste Borzen aufgemacht und die heißt Veit Club. Ist total super. Ja, und es gibt natürlich ein paar Regeln im Fight Club. Die erste Regel im Fight Club lautet: Du redest nicht blöd über den Fight Club. Die zweite Regel im Fight Club lautet: Es wird nicht blöd über den Fight Club dahergeredet. Die dritte Regel im Fight Club lautet: Kein Bananenweißbier und kein Backslammen. Und die vierte Regel im Fight Club lautet: Es gilt nicht nur das Reinheitsgebot, sondern auch das Einheitsgebot. Und wie soll er einheizen? Er hat natürlich eine Soundanlage installiert und daneben steht ein IKEA Benno CD-Regal, Bravo Hits 1 bis 81. Und ich glaube, Bravo Hits 5 bis 23 ist so meine Jugend. Ja, also DJ Bobo, Cotton Eye Joe, diese ganze Eurodance Techno-Nummer, und ich habe das ganz kurz verarbeitet in einem bayerischen Techno. Wenn man sich mal die Texte anhört, ja, wir sind ja hier quasi literarisch und poetisch geschult und auf einer literarischen und poetischen Veranstaltung. Neben Liebe und Sex gibt es zwei wichtige Themen im Techno. Ja, und zwar ist es das Tanzen an sich, also die Leute, die zu der Musik tanzen, bekommen über den Text, über die Lyrics vermittelt, du tanzt, beziehungsweise, hey, tanz doch weiter. Um weiter zu tanzen, braucht man das zweite große Thema, man braucht natürlich Drogen, also um lange tanzen zu können. Also neben Liebe und Sex geht es im Techno vor allem um Tanzen und Drogen, und das ist im folgenden bayerischen Techno verarbeitet. Ihr werdet es gleich merken, das geht tierisch durch die Decke. Tanzu manant, tanz, tanzu manant, tanzu manant, tanz, tanzu manant, tanzu manant, tanz, tanzu manant, tanz, tanzu manant, tanzu manant.
Spielen wir schon ein bisschen, oder? Tanz umeinander wie ein Wuide im Void. Tanz umeinander wie ein Wuide im Void. Tanz umeinander wie ein Wuide im Void. Und wenn's nimmer kannst, nimmer Bui, weil das schneut. Oh, please, gib mir mehr von der Gletscherbrise. Oh, please, mach kein Geschiss und gib mir mehr von der Gletscherbrise, von der Gletscherbrise. Tanz umeinander, tanz, tanz umeinander. Tanz umeinander, tanz, tanz umeinander. Tanz umeinander, tanz, ganz ohne Quant, tanz, ganz ohne Quant. Zeig dir bitte was, oh. Oh, 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 oh. Bitte was. Jetzt kommt der DJ Bobo Sprechpart. Boah, schau mal da hinten. Piano. Die schaut vielleicht gut aus. Piano. Die haut mir aus die Schuhe raus. Piano. Ich glaube, ich gehe mal hin. Das Holz auf unserer Haut. Das Holz auf unserer Haut. Mm, das Holz auf unserer braunen Haut. Oh, das Holz auf unserer braunen Haut. Das Holz auf unserer braunen Haut. Wir sind zwar Brezen. Das Holz auf unserer braunen Haut. Wir sind zwar Brezen. Das Holz auf unserer braunen Haut. Wir sind zwar Brezen. Brezen, Brezen, Brezen. Vielen Dank. Um anzufangen. Und jetzt geht's weiter. Also in dieser Borzen, hätte ich mal in diesem Fight Club, muss ich eine kleine Hymne schreiben. Und dann habe ich Britney Spears featuring Will I Am, war letztes Jahr oder dieses Jahr sogar weltweit die Nummer 1 in den Charts. Ja. Und da gibt's die Textzeile in diesem, unglaublich, dass Britney Spears auf einmal wieder auf der Nummer 1 war. Es war ganz furchtbar. When we're up in the club. Ja, also wenn wir oben im Club sind, when we're up in the club, und diesen Binnenreim wollte ich quasi auch im Bayerischen treu bleiben, und es das heißt bei mir nicht when we're up in the club, sondern wenn wir durch die Borzen horzen. durch die Borzen horzen könnte man hochdeutsch übersetzen mit sich mit hoher Geschwindigkeit durch ein Tanz- und Trinklokal bewegen, und es ist eine Hymne nicht nur an den Fight Club, sondern auch an den Samstagabend oder von mir aus auch heute an den Freitagabend. Samstag auf Nacht und wir sind am Start. Das Vorglied hat was gebracht, weil jetzt ist endlich spart und nimmer Fahrt. Die Wiesen, die ist gemalt und ein frischer Wind fahrt, weil die Dirndl, die werden draht. Die Borzen hat offen und wir sind zu. Verstehst du, die Borzen hat offen und wir sind zu. Ja, wir haben schon alle getroffen, weil, Alter, geht es zu. Wir geben keine Ruhe, wir haben einen Bleifuß im Schuh. Schau zu, wenn wir durch die Borzen horzen. Rin, 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 durch die Borzen horzen. Zoom. Es dauert nur Sekunden, dann wird der Bedienung wunken. Ja, wir sind die besten Kunden, also bestellen wir unseren Humpen. Weil Alkohol halt Wunden, wenn er nur für Stunden. Kannst du mir vielleicht was pumpen, dann spendiere ich nur Runden. Euda, euch bliert, die Laternel maskiert. Im Morgen sieht was friert, wenn man gespielt, dass man fliegt. Hey, keiner wird halt miert und keiner kriegt halt genug. Wir gehen keine Ruhe, wir haben einen Bleifuß im Schuh. Schau zu, pur, wenn wir durch die Borzen horzen. Ja, wir geben immer Vollgas, durch die Borzen horzen. Rin, rin, rin. Wir werden uns nicht ausrasten, na. Mit deren Ausrasten, wuhu. Wir werden uns nicht ausrasten. Mit deren Ausrasten. Das weiß wer, das treibt er so. Und es ist nur weit zum Klo. Mein Blasen, die neigt sich schon. Und nachher da 30 Minuten. Entschuldige, darf ich mal. Das Huten, das nervt mich voll. Es kann ja so schön sein. Aber bitte macht's mal einen Weg frei. Oder spurt's mal Leuten. Oder pflanzt's mal einen Baum. Ich kann's immer halten. Alarm! Ja, im Morgen sie was friert, aber es frisiert. Und deshalb interessiert's mich nicht, ob sie da hast, da gerade die Nase draus. Bei mir kommt's vielleicht sein, dass gleich mein Blasen platzt. Und deshalb interessiert's mich nicht, ob sie der Horst da gerade die Nasen kratzt. Bei mir kann's fei echt sein, dass gleich mal Blasen platzt. Und drum muss ich durch die Borzen horzen. Bitte, bitte lasst mich durch die Borzen horzen. Weil ansonsten drei Dur. Oh, das ist besser. Das ist viel besser.
Okay, jetzt geht's wieder weiter. Wie geil ist mir heute da sein? Oh, es ist fucking awesome. Wie geil ist mir heute da sein? Oh, es ist fucking awesome. Wie geil ist mir heute da sein? Oh, es ist fucking awesome. Wie geil, wie geil, wie geil. Ja, und wenn man auch nicht gefällt? Ja, wenn man auch nicht gefällt? Dann tanzen wir umeinander, wir wieder im Wald, wir wieder im Wald. Wir sind so platzend, wie wir durch die Porzen horzen. Danke fürs Zuhören. Einer kommt noch. Dankeschön. So, jetzt waren wir früh unterwegs im Fight Club an diesem Samstagnacht, und nach jedem Samstag kommt natürlich der Sonntagmorgen, ja, wo man vielleicht ein Kleidungsstück, das die Gesellschaft nur selten sieht, etwas länger anhat, wie vielleicht unter der Woche. Und es ist eine Hymne an dieses Kleidungsstück, das ich so sehr liebe. Und es sind leider zwei starke Zungenbrecher in diesem Text. Ich hoffe, ich stolpere nicht drüber. Sollte ich nicht drüber stolpern, gebt mir bitte unglaublichen Respekt dafür. Der Text heißt: Den ganzen Tag im Schlafanzug. Ist mal wieder spät waren gestern, ha? Und ich glaube, irgendwer ist faul im Staate Gänemark. Und ich glaube, das bin ich. Punkt Chillo ist im Haus, ich geh nicht raus. Ich bleib den ganzen Tag im Schlafanzug und lass mir einfach dreien. Wer saufen kann, kann ausschlafen. Wer ausschlafen kann, sich freien. Und ich philosophier über den Rausch an sich. Ich druck ganz fest die Daunen und ich starte einen Flauschangriff. Ich bleib den ganzen Tag im Schlafanzug, weil gestern war's verreckt. Ich hab eine nach der anderen drungen und dann hat's mich zleckt. Ich bleib im Bett, ling, ganz egal was halt passiert, weil ich find's nicht schlimm, wenn man sonntags mal pausiert. Halt werden nicht kudelt und nicht googelt, sondern mit am Buch vom Hugendubel und am Gubel hupf im Bett rumkugelt. Beim Zuzeln von die Nudeln wird der Bettbezug vor ich sudelt, das ist wurscht. Ich jubel wie beim Dubel, weil mein Durstlösche mit allem Gedudel sprudel. Ja, ich weiß, dass ich in Form bin. Ich bin halt einfach easy. Wir sind da im Morning. Na, man muss nicht alle vorn legen. Ich hab gehört, die Konkurrenz, die schlaft nicht. Meister, die bläht. Ich darf mich schauen. Ich darf mich schauen. Müsste die Heide Hämmer tragen, anstatt mein ein Pyjama, der ist super angenehm. Ich mach's mir schön bequem. Ich muss mit Nermans ewig reden und kann ein chilliges Leben leben. Mein Baby ist halt keine Kugel. Mein Welt ist ein Matratzen. Und stellst mir du mein Bettdecken, kriegst eine auf die Bratzen, ich hau mir auf mein Kissen. Weil an einem Tag wie heute wird sie halt überhaupt nichts geschissen. Hey, ich bin down mit die Daunen und die Daunen, die Daumen so. Yo, ja, ich bin down mit die Daunen und die Daunen, die Daumen so. Ach so, schon, ich bleib halt drinnen und die Engel singen. Bum, tschupum, ha, bum, tschupum, bum, tschillo, bum, tschupum. Bum, tschubum, bum, tschillo, 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 tschillo. Ich bleib den ganzen Tag im Schlafanzug und lass mich einfach dreien. Wer saufen kann, kann ausschlafen, wer ausschlafen muss nicht speien. Und ich feier a private Pyjama-Party, pü, 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 Pyjama-Party. Doch auf einmal klingelt's an der Tür. Vor mir steht der Herr Meier, mein alter Lehrer von der Schule, sagt ihm Mr. Eier. Mein Abi komplett nochmal schreiben, sonst wird es für mich teuer. Zum Glück weg mir der Hand dran, weil ich hab einen rechten Schmarrn dran. Und jetzt machen wir mal richtig Party. Ich sag, ich bin down mit die Daunen und die Daunen, die Daumen. So, pü, pü, Pyjama Party. Ich bin down mit die Daunen und die Daunen, die Daumen. So, pü, pü, Pyjama Party. Ich bin down mit die Daunen und die Daunen, die Daumen. So, pü, pü, Pyjama Party. Ich bin down mit die Daunen und die Daunen, die Daumen. So, pü, pü, Pyjama Party. Aber wenn die neue Woche losgeht, dann muss ich mich fokussieren. Muss früh aufstehen und Zähne putzen und pünktlich losmarschieren. Ich muss mich motivieren und engagieren und voll regnieren, weil ich muss perfekt funktionieren. Perfekt funktionieren. Ich muss mich fesch rasieren, dann recherchieren und fresh kapieren. Nein, das ist der zweite. Okay, komm. Nein, das ist kein Heavy Metal. Ich spule einfach zurück. Also,
ich muss mich motivieren und engagieren und vorreignieren, weil ich muss perfekt funktionieren. Ja, ich muss perfekt funktionieren. Ich muss mich fesch rasieren, dann recherchieren und fresh agieren und Cash kassieren und Trash kapieren und Hashtags schmieren und echte Fresh recht resch frittieren. Und wenn ich dann noch nicht gestorben bin, dann bin ich nächsten Sonntag wieder easy. Obwohl ich halt so krass verschnupft bin, ich hoffe, es war okay für euch. Dann bin ich wieder easy, wir Sunday morning. Vielen Dank. Das Geld hat zum Futter. An der Westbank. Bei uns da draußen im Aufruf, den lieben langen Tag, wann ich gar nicht schau, wann ich gar nicht mag, sind die nicht mal vorbeifahren. Das macht ein Mutsradar. Was wird, aber was wird.